Das ist die unglaubliche Geschichte eines Unbekannten, der seit einer Woche im Brennpunkt steht. Und nun möchte ich Sie bitten, ihn wärmstens zu empfangen, denn für ihn ist das ein äußerst schwieriger Moment. Achtung, Auftritt. Martin Kaczynski. Guten Tag. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Das Ganze fängt an, mir gehörig Angst zu machen. Haben Sie die Bilder im Internet gesehen? Überall die Leute, die Autogramme von mir machen. Das ist doch völlig verrückt. Beruhigen Sie sich. Sie können hier nicht bleiben. Ich mache meine Arbeit. Alles, was um Sie herum geschieht, sind Probleme für uns. Wollen Sie mich entlassen? Das ist die Geschichte eines Mannes, der berühmt wird, weil er es ablehnt, berühmt zu werden. Er will es nicht, das ist das Neue. Bis jetzt waren Sie ein Mensch ohne Vorgeschichte, ein Mensch in der Masse, ein banaler Mensch sozusagen. Was soll das heißen, ein banaler Mensch? Warum er und warum jetzt? Wen interessiert es, mich auf der Straße gehen zu sehen? Ich bewundere, was Sie tun, Martin. Die Öffentlichkeit zwingt uns dieses Thema auf. Ein Unbekannter, der berühmt wird, ohne dass man versteht, warum. Aber warum? 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 Vorsicht, er ist nicht irgendein Unbekannter. Es ist ein Mann, der kein Interesse daran hat, berühmt zu werden. Es reicht mir. Ich will, dass man mich vergisst. Die sollen mich vergessen. Die Menschen lieben Sie, Martin. Warum akzeptieren Sie das nicht? Näher ran und aufziehen. Wie wird man wie Sie? Was ist passiert? Das ist doch alles schwachsinnig und absurd, aber irgendwann muss man doch mal was unternehmen. Revoltieren Sie! Und nun folgt Werbung! Werbung, Werbung! Und im Anschluss? Aber wozu soll das Ganze gut gewesen sein? Es war Unterhaltung. Unterhaltung?